Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Wir sind noch in Isolde und haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir noch ein paar Ausrufezeichen haben. Das heißt, um die werden wir uns kümmern. Warum? Also es gibt noch ein Fragezeichengebiet. Ach, weil ich im Gasthaus noch nicht war. Okay, das ist aber auch Plan für heute. Wir haben auf jeden Fall zwei Ausrufezeichen, zwei neue. Die werden wir uns jetzt auch schnell schnappen. Dann gehen wir wieder ins andere Gebiet, werden dann wahrscheinlich erstmal versuchen, ins Gasthaus zu gehen. Händler brauche ich noch. Und dann, ja, die Hauptquest weitermachen. Wir haben nämlich von einem Dämon erfahren, der in einem Nachbardorf lebt. でもその分自分にも厳しかったし、何よりみんなに公平な方だったでしょ。聖殿の件で揉めてた針屋村の人たちを説得した時も頭ごなしじゃなくて相手の話をちゃんと聞いてたし、テレサ様がいなかったらまだいろいろと揉め事が続いてたと思うわよ。そうなんだけどさ、あんなにしてまで聖殿を取り上げる必要はあったのかな。 綺麗なお方だったな。ああ、公認の大魔師には悪いけど、俺は認めんぞ。ここは清涼の一等大魔師テレサ・リラリス様が守る島だったのに。そう、この熱帯地方をクールダウンしてくれるのは氷雪の大魔師であるあの方だけだったのに。ああ、 Genau, es lebt ein Dämon in der Nachbarstadt. Und die Nachbarstadt selbst glaubt nicht an denselben Gott wie die Abtei. Deswegen ist so ein bisschen, gibt es anscheinend so ein bisschen Beef zwischen denen. So, nächstes Ausrufezeichen. Das ist eine Seele, die will ich haben. ペンギョンは船に使う木材の出荷が増えとるんだけど、実はサウスガンドの食材も人気なんだ。ペンギョンとか？ペンギョンは養殖も盛んだし有名だけど、パレンジやバナナツ、フルーツもよく売れる。食べたことないな。パレンジは甘酸っぱくてジューシーだから暑い日の疲労回復には最高なんだ。確か 暗いところで光る果物だったな。別名はキャンドルフルーツと言ったか。そうそう。でね、バナナっつってのは生で食べると柔らかくて甘くてお腹も膨れる。でも乾燥させると今度はピーナッツみたいにカリカリになって保存食にもなるんだ。この御時世でここは魚が取れるしフルーツも実る。他の土地と比べたら随分恵まれてるだろう。だから俺はせっせと他の町に食べ物を届けてるんだ。ここにも本物の船乗りがいたようだな。うん、おじさん頑張ってね。ありがとうな。おじさんじゃないけど。Okay. Das sollte dann eigentlich alles gewesen sein in diesem Abschnitt erstmal. Das heißt, wir gehen jetzt zum Gasthaus. Dann zum Händler. Das ist jetzt nur der Plan und dann zum Stern. Mal schauen, ob wir das schaffen. So, nochmal kurz schauen, ob wir wirklich... Ja, Ausrufezeichen-Technik sieht alles gut aus. Ja. Kisten haben wir auch alle. Haben uns in der letzten Folge ja drum gekümmert. So, jetzt mal schauen. Das Gasthaus ist in der Nähe des Sterns. Der Laden direkt hinten dran. Mal schauen, ob ich ins Gasthaus komme. Bevor irgendwie eine Zwischensequenz kommt. Sieht aber gut aus. Nice. Okay, hier ist keine Plauderei. Beziehungsweise Unterhaltung. Auch kein Item? Keine Seele? Wow. Okay, das ist ein... sehr, sehr mageres Gas. Oh, eine Seele. Okay, nice. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich
Doch eigentlich irgendwie da hinten dran. Ja, anscheinend ist es nicht beabsichtigt, hinten dran zu kommen. Oder? Na gut, anscheinend nicht. Was sagt die andere Seite? Die andere Seite ist auch zu. Alles klar, dann gehen wir jetzt Richtung Stern und Richtung Händler. Da ist Händler. Ich rede erstmal mit dem. Ja, erstmal handeln. Gucken, ob wir neues Equipment kaufen können. Wir können Pfirsich-Gelee holen. Heilt uns nochmal mehr. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir uns da nochmal auch komplett zudecken. Was kostet es? 6000. Ah, komm. Irgendwas müssen wir machen. So, jetzt schauen wir uns Equipment an. Nice. Und wir haben wirklich neues Equipment. Nochmal 6000, aber ist okay. Oh. Okay. Wir sind beim Händler oder bei den Händlern auf Level 4 aufgestiegen und bekommen Glazid des Adepten. Gewährt die Fähigkeit, eine zufällige Fähigkeit auszulösen, die beim Einsatz eines Objekts dessen Abklingzeit verringert. Ah, okay. Ja, why not? So, alles, wo wir 0 haben, auf jeden Fall kaufen. Das ist immer gut. Ich glaube, mehr brauche ich sonst nicht. Hier haben wir zum Beispiel eine Weste, die können 3 von uns mitnehmen. Normal müsste ich die. Also, ich kann die eh nur alle einmal kaufen. Dann nehme ich die aber 2-mal mit, auf jeden Fall. Das Ding nehmen wir auch einmal mit. Soll ich das Ding noch mitnehmen? Nö. Muss jetzt nicht sein. So, Ringe. Theoretisch Giftwehr, weil wir davon anscheinend einige brauchen. Genauso wie das Ding. Ja, Schockwehr brauche ich noch eine, weiß nicht. Flammenwehr brauche ich aber auch nicht nochmal. Kaufe ich die 2 Giftwehr auf jeden Fall auch nochmal. Also wir geben gerade das meiste Geld gerade aus. Ist aber, glaube ich, vertretbar. Das ist echt viel an Zeug, das wir kaufen konnten. Sehr, sehr nice. Das war geil. Das war sehr, sehr gut. Wir gehen nochmal kurz bei allen durch. Ob irgendjemand irgendetwas Neues tragen kann. Aber das sieht soweit ganz sauber aus. Perfekt. Und ab zum Stern. ボーヤ、気に入ったのかい?これは聖主雨の血様の人形だよ。聖主雨の血様?これが?ああ、間違いない。俺は雨の血様を見たんだ。威厳たっぷりで、大層お怒りのようだったよ。見た?怒ってたって、なんで?聖領はサウスガンド領で盛んだった雨の血信仰を禁止したんだよ。それで雨の血様はへそを曲げちまったんだろうな。 話しかけてみたんだが、何を言っても。はあ、あっそ、しか言わないんだ。それって、土産屋よ。そのやる気のない神様は、この人形の姿をしておったのじゃな?おお、ほぼほぼな。おお、なんという奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。 土産屋よ。どこで見た?この先のマクレル浜だけど。渚で黄昏ておるとは、ますます姉さんらしい。さあ、海へ急ぐぞ。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの?危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。 So, okay, ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst, weil ich gerade abgelenkt war. Das ist natürlich nicht so geil. Suche am Strand nach Meclia, von Meclia nach Grimoire. Meclia, das ist doch ein anderes Gebiet dann, oder? Oder bin ich jetzt auch komplett dumm? Also, ja, wahrscheinlich schon, aber... Nee, ist wirklich ein neues Gebiet. Sehr schön. Das heißt, wir können den Ort hier verlassen. Nice, nice, nice. Händler haben wir gemacht, Equipment haben wir. Das heißt, wir gehen mal ins Freie. Und werden dementsprechend wohl auch neue Gegner haben. Sehr geil. Ich finde den Ort hier geil. Ich finde die Musik hier nice. Es so, wirkt so idyllisch und friedlich irgendwie. Man wird hier. Ich habe das Gefühl, man wird hier an dem Ort so ein bisschen davon abgelenkt,
Also jetzt nicht mehr mit den Leuten redet, sondern einfach nur, wenn man hier ist und sich das anschaut, was für Probleme es einfach in diesem Spiel gibt. Mit den Dämonen und so weiter. Und was eigentlich unsere Aufgabe ist, wird so ein bisschen... Weiß nicht, es wirkt ja so wie Urlaub irgendwie. Finde ich cool. Ist eine schöne Abwechslung zum vorherigen Teil des Spiels. Finde ich geil, so diese Themenwechsel irgendwie. Wir gehen mal nach draußen. Schauen uns das Gebiet das erste Mal an. Alter, selbst das sieht geil aus. Strand von Maklia. Ja, selbst das sieht geil aus. Ganz ehrlich. Das gefällt mir. So, wir haben ein Ausrufezeichen. Stern ist im nächsten Gebiet. Das heißt, Ausrufezeichen machen wir. Wie viele Kisten haben wir? 2. Wir werden uns natürlich anschauen. Ich hätte auch gern irgendwie Kämpfe. Oh, wow, du bist einfach gespawnt. Das ist unlucky. Ich will mal ein paar von euch zusammentrommeln, wenn es geht. Aber du bist auch einfach gespawnt. Macht ihr das so? Ist das so euer Job? Ach, die porten anscheinend. Warum? Werde ich nicht verfolgt? Ich will die zusammenlocken irgendwie. Ah, jetzt auf einmal. Hä? Ah, okay, das sind so komische Wesen, ey. So, Schwäche Erde. Widerstand Feuer, macht Sinn. So, Schwäche Erde. Habe ich mir irgendein Erde-Ding? Ja, nice, habe ich sogar. Ach, ich habe die da hinten im Fokus. Ah, kein Wunder. Okay, die hat schon mal was aus. Haben auch extrem viel Leben. Aber können natürlich auch daran liegen, dass wir einfach unter Level sind, ne? Also, lebst noch? Ah, okay, nice. Ja, die halten echt viel aus. Krass. Aber wir machen auch gut Damage. Das muss man auch sagen. Nicht weglaufen. Ich muss es mit dem mystischen Atem echt irgendwie testen. Hat gerade auch nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache es einfach nur falsch. Ich glaube, das ist das Problem. Aber es läuft. Was ist eigentlich mit den anderen Gegnern? Die haben Schwäche Wind. Aber ich habe doch auch bestimmt noch eine Windreihe gemacht. Ja, nice mit X. Jetzt kommen die Gegner dran. Mal gucken, wie viel die aushalten. Deutlich weniger. Beziehungsweise wir machen denen deutlich mehr Schaden. In der Kamera nervt mich ein bisschen. Ich muss mal gleich mal schauen, ob wir irgendwie eine bessere Kameraeinstellung kriegen, weil ich will eigentlich, dass jedes Mal, wenn ich einen anderen Gegner anvisiere, dass automatisch die Kamera auf den zentriert wird. Das stört mich sonst. So ein neues Arte. 1000 Erfahrungspunkte. Der Kampf hat aber auch echt lange gedauert. 2 Minuten Kampf. Krass. 1000 Gold. Finde ich ist auch echt viel. Um ehrlich zu sein. Und 3 Rangpunkte. Das ist okay. Aber das hat echt lang gedauert. Heieiei. Die Gegner können porten. Das ist auch nicht so geil. Okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich muss leveln. Auf jeden Fall. Oder ein bisschen üben. Auch hier neue Gegner. Ach, und generell sollte ich auch kämpfen wegen neuem Equipment, ne? Das hatten wir miteinander besprochen, dass ich das machen sollte. Immer ein neues Gebiet. Gegen
ein paar Mal gegen die Gegner kämpfen, um das Equipment zu bekommen von denen. Ei, 185. Eieiei. Ja gut, wir sind jetzt extrem hinten dran, was Seelen angeht. Das ist leider auch so. Deswegen sammle ich jetzt auf jeden Fall alle ein. Versuche es zumindest, Alter. Okay, du bist halt ultra langsam, ne? Ich weiß nicht, was du von mir willst. So, wir haben da das Ausrufezeichen bald. Oh, nice, danke. Irgendwas, nö.私たちが探してるグリモワールもビエンフみたいな精霊なのよね。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問は最もじゃが、いろいろと微妙な話が多くての。話せる範囲で説明するでぐよ。なら前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？おおの、それだけは言えないです。 いきなりダメなわけ？そのハットのリボン、ピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか？バット、バット！絶対にダメです。このリボンだけはほどいちゃダメなんです。どうして？それも絶対に言えないです。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、 精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では教えてあげますから、よく聞くでふよ。僕たちはノルミン族というれっきとした精霊の一種族なんです。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。 おべんりパワーアップ精霊ということじゃな。別名凡霊だ。おお、バット、その呼び方はノルミン族のトラウマでぐよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんです。それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんでぐよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビエー Okay, also wir sehen jetzt auch die Katzkiste auf der Map. Das ist auch schon mal nice. Da können wir hoch. Das wird wahrscheinlich die letzte Truhe sein. Das ist die erste Katzkiste, die wir nicht öffnen können. Ja, aber eine Truhe haben wir hier nicht. Oh. Oder eventuell doch, es geht noch weiter hoch. Krass. Das ist ja cool. Ah, Tatsache. Und wir haben hier doch die Truhe. Eine Silbertruhe. Das heißt Equipment, Giftwehr. Nice. Habe ich zwar welche gekauft, aber können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Runter hier. Es sieht halt so geil aus, ne? Ist halt so chillig hier irgendwie. Mega, mega nice. Okay, Ausrufezeichen machen wir jetzt. Hier sonst irgendwas? Ja, guck mal, noch eine Pflanze, die wir mitnehmen. Hier regt der Stein hinten mal ab. Auch wieder neue Gegner. Ich will aber erstmal zum Ausrufezeichen. Ist jetzt ein bisschen blöd, habe mich von einem Vogel etwas abdrängen lassen. Das heißt, irgendwo hier müsste prüfen kommen. Ach, da. あのペンギョン何してるんだろう。卵を温めてるんじゃない。多分そうです。あのペンギョンはお父さんとお母さん、ペンギョンは一夫一夫制で同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって。夫婦だから卵が生まれるんだね。でもどうやって卵はできるのかな。え、それは、 あ、知っていますか、ライフセット。ペンギョンの卵って大きな殻の中にオレンジ色の小卵がいっぱい詰まってるんですよ。プチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感でウニのような濃厚な味わいの。ふーん、魚鳥類って魚に近いのかな。
食べるんだ。あんなに大事にしてる卵を。残酷ではありますけど、美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯に乗せた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。ネーミングもやばすぎ。私がつけたんじゃありませんけど。卵美味しそうだけど、今は取らないであげようね。 Alles klar. Gut. Ja, an sich sollte ich kämpfen. Aber wir gehen erstmal ins nächste Gebiet. Ich denke mal, ich kann hier immer wieder zurück. Beziehungsweise die Stadt liegt ja auch hinter uns. Weil ich glaube, gegen so einen Vogel kämpfe ich mal. Beziehungsweise hätte ich gern zwei von denen. Ja, wenn ihr zusammenlaufen würdet, wäre ein bisschen cooler. Aber ihr seid echt die dümmsten. Ja, funktioniert doch. Oh, schwäche Feuer. Ist das echt meine Feuerkombo? Nee, oder? Also ich achte im Moment gerade nur auf Elemente und weniger auf. Was für Arten die sind. Ich glaube, ich mache das hier mal. Verraff natürlich erstmal komplett, was für eine Taste ich drücken muss. Alter, okay, die hauen wir halt richtig weg, ne? Alter, das ist ja insane. Okay. Das gefällt mir. Also die Kombo, die wir hier haben, ist ziemlich nice. Die Angriffskombo. Alter, gut, das war nice. Auch 1000 Erfahrungspunkte und es waren gerade mal zwei von denen. 800 Gold, auch wieder 3 Rangpunkte. 35 Sekunden für einen Fight. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir gehen mal weiter ins nächste Gebiet. Und schauen, wie es hier aussieht. Oh, okay, es geht vom Strand anscheinend ein bisschen weg. Oh, eine Alarmstufe Rotmonster. Ei. Da haben wir Stern. Da ist irgendwie Gebäude. 4 Kisten gibt es hier. Ah, das scheint das Alarmstufe Rotmonster. Nee. Moment, das ist nicht das Alarmstufe Rotmonster. Das scheint dann aber die Quest zu sein. Da ist auf jeden Fall eine Truhe hinten dran. Nee, das ist nicht das Alarmstufe Rotmonster. Das ist auf der Seite. Das ist ja merkwürdig. So, hier runter geht's dann zur Quest. Krieg du dich mal ab, Kleiner. Schade, ich kann hier nicht runter gucken. Es gibt nur den einen Weg darunter. Moment, ich lock den Vogel mal zu dem, damit ich gegen die kämpfen kann. Hier ist Schwäche Erde. Hauen wir die erstmal so weg. Ja, dann werde ich jetzt wahrscheinlich den Kampf machen und zurück den speichern. Wahrscheinlich dann versuchen bis zum nächsten Mal, ob ich es schaffe, weiß ich nicht, noch ein paar Kämpfe zu machen, ein bisschen Equipment auf Meisterhaft zu bekommen, eventuell noch ein oder andere Erfahrungspunkte daraus zu ziehen. Und damit wir beim nächsten Mal hier dann in Ruhe weitermachen können. Schade. Und auf Wiedersehen. 800 EP. Wir bekommen halt so viele Erfahrungspunkte, das ist unfassbar. Aber ja gut, wir sind halt auch... Also ich bin der Meinung, wir sind hart unterlevelt. Also ich habe nicht viel gelevelt. Neues Equipment, auch sehr gut. Rangpunkte bekommen, auch ebenfalls gut. Ja, alles wunderbar.
Dann, ja, laufe ich jetzt zurück zum Speicherpunkt. Muss irgendwie gucken, dass ich noch Seelen einsammle, damit ich die eine Kiste, die eine Katzkiste aufheben kann. Öffnen kann, meine ich, Entschuldigung. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Aber das mache ich, versuche ich irgendwie zu deichseln, ansonsten klappt es halt eben nicht, dann ist es leider so. Dann kriege ich euch zwei zusammen. Plus dich. Du kommst nicht, ne? Doch, du kommst. Ah, shit. Ich glaube, ich habe es nicht alle bekommen. Ja, die halten halt richtig viel aus, die Schlangen. Das sind so die undankbaren Gegner auf jeden Fall. Ah, shit, stimmt, ich wollte ja noch die Kameraeinstellung überprüfen. Ob das irgendwie geht, dass ich zentriert bin auf den Gegner automatisch. Das nervt mich ein bisschen. Alles klar, weg mit euch. Wieder Level-Ups bekommen. Okay, gehen wir erstmal zum Speicherpunkt. Und dann gehe ich einmal kurz die Einstellung durch, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt, Kamera zu zentrieren. Auf Gegner, die mein aktuelles Ziel sind. Wenn nicht, würde ich sagen, sollte es die Option auf jeden Fall geben. Ich finde das eine coole Option. Hier, legt fest, ob die Kamera abhängig von der Charakterausrichtung automatisch rotiert. Ja, automatisch rotieren ist nicht ganz das, was ich will. Ach, das ist dann das hier, ne? Dass hier die Kamera automatisch mitgeht. Oh Gott, ist das ekelhaft. Auch schade. Hätte ich jetzt gern irgendwie gehabt. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Ich meine, wir spielen schon die ganze Zeit so, also. Ich reiß mir da jetzt definitiv kein Bein aus. Ne, wobei, das ist auch immer noch. Ne, die Kamera rotiert aber nicht. Das muss ich manuell machen. Das finde ich cooler. Okay. Ja, ich beende die Folge. Werde, wie gesagt, versuchen, eventuell noch ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen zu leveln und Waffenfertigkeiten noch zu meistern. Ich werde es nicht garantieren. Also, wie gesagt, ich versuche es einfach zeitlich irgendwie hinzubekommen. Ansonsten werden wir hier an der Stelle beim nächsten Mal weitermachen und werden dann weitergehen ins nächste Gebiet und die Quest weitermachen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt doch gerne einen Kommentar. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!